Hallo, hallo. Wieder sind die Lückenknüller-Kids unterwegs. Mit Liberty, der künstlerischen Freiheit. Kreuz und quer durch Everywhen. Everywhen hat ein neues Wahrzeichen. Passend zum Abschluss der frühen Geschichten. Ihr erinnert euch. Es ist der Flutkanalnagel. Es ist also viel los und es gibt ein Problem. Am Ende der Geschichte wissen die vier Kids, wie es zu lösen ist, aber nicht ohne Hilfe. Mal schauen, vielleicht wollt ihr mitmachen. Neugierig geworden? Die neue Baustelle ruft. Die mittleren Geschichten sollen folgen. Da gibt es allerdings nur ein Buch, aber ein dickes. Es heißt Der schwebende Wald. Für seine Hörbildfassung suchen die Kids ein neues Intro. Darüber geht dieser Vorspann. Es wird dunkel. Go, Liberty, go! Die Kids sind noch nicht lange unterwegs. Da hören sie die alte Intro-Stimme. Hallo, hallo, ist da jemand? Ruft sie aus der Dunkelheit. Sie ist laut und sie klingt so einsam, dass es die Kids traurig macht. Sie unterbrechen ihre Suche nach dem neuen Intro, halten an und antworten: Ja, ja, ja! Liberty jedenfalls findet das gut und sagt voller Anerkennung: Aha! Aber die Stimme hört nicht auf. Die alte Intro-Stimme ruft weiter und stellt immer wieder dieselbe Frage. Und die Kids und Liberty antworten: Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, 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 die Lückenknüller-Kids. Aha! Der Lärm wird immer größer, bis endlich jemand ahnt, was los ist. Die Stimme hört uns nicht, sagt, hier soll es schön sein als Erster und alle anderen wollten dasselbe sagen. Immerhin sind sie alle zusammen mit der alten Intro-Stimme so laut, dass sie für Oma Sheriff nicht zu überhören sind. Schon in der Ferne hat er das Problem erkannt. Ihr seid zu leise. Was soll man machen? Da ist guter Rat teuer. Wie soll man der alten Intro-Stimme helfen, wenn sie die Kids nicht übertönen können? Wie ihr seht, sind sie im Gebirge. Ein gefährlicher Ort, wo man in der Dunkelheit besonders aufpassen muss. Doch die Kids haben hier schon gute Ideen gehabt. Jetzt wieder. Und Omar Sheriff bringt es auf den Punkt. Wir brauchen Hilfe. Singt mit, sagt er. Jetzt alle zusammen. Liberty, die künstlerische Freiheit, macht eine Leiter. Von hier aus wendet sich Omar Sheriff an euch, ihr lieben Bildleserinnen und Bildleser und YouTubianerinnen und YouTubianer. Er dirigiert mit den Fingerspitzen und vielleicht habt ihr Lust, mitzusingen. Das klingt doch schon ganz gut. Ja, 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 die Lückenknüller-Kids, aha! Ja, 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 die Lückenknüller-Kids, aha! Super, ruft Omar Sheriff, super! Liberty schmunzelt, wie sich die Kids auf ihre Abenteuer freuen, die im Buch Der schwebende Wald stehen.
Zuerst aber muss das neue Intro fertig sein. Ihr könnt mitmachen. Wir geben den Text vor und ihr singt ihn nach. Denkt an Corona und achtet dabei, wie das Bild zeigt, auf Abstand. Speichert den Gesang und schickt uns eure Tondokumente via Mail. Omar Sheriff wird die Einzelstimmen dann zum Chor zusammensetzen. Je früher, desto besser. Bis dann auch die ganze Geschichte, der schwebende Wald im Netz steht, wird eine Weile dauern. Hallo, hallo, ist da jemand? Ja, 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 die Lückenknüller-Kids, aha, ja, 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 die Lückenknüller-Kids, aha, ja, 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 die Lückenknüller-Kids, aha, aha, aha.